Hallo ihr Lieben, ich bin wieder hier mit der Tagesbutter für dich, für den Mittwoch von Cosmic Matrix und habe uns schon wieder die Karten ausgewählt und mich verbunden. Ja, und ich werde dir erstmal vorstellen, welche Karten kommen und ich bin auch echt gespannt, wie es euch geht. Ihr habt jetzt 2 Abende Heilkreis hinter euch, könnt ihr mir mal berichten. Ich stelle mal erstmal links vor, Avalon Camelot. Von Christine Arana Fader, die magischen Botschaften, ja, von Avalon, vom Schirner Verlag. Und auf der rechten Seite haben wir die Seelenschlüssel im Zeichen der Kornkreise von Werner Neuner vom Lebensraum Verlag. Und da schauen wir jetzt mal, was wir für eine Botschaft heute bekommen. Ich mische die erstmal durch. So, mal schauen, was die geistige Welt uns heute wissen lassen möchte. So, ich mische irgendwie ein bisschen länger, ich weiß auch nicht. Jetzt ist gut. Okay, die erste Karte ziehe ich jetzt. Ah, die schaut ganz eindeutig raus. Super. Und dann nehmen wir noch eins von diesen wunderbaren Seelenbildern hier. Ich finde ja diese Kornkreise auch einfach immer so wunderhübsch, sie anzusehen. Und es sind auch immer tolle Energien drauf. Alleine, weil man sich in so einer Geometrie auch befindet, ist echt immer spannend. Wir hatten ja hier schon einige. So, aber letztes Jahr nicht. Wird mal wieder Zeit. Jetzt kommt die erste Karte von Avalon und die Karte selbst heißt auch Avalon. Hier steht jemand im Boot und fährt zu dieser heiligen Insel. Und hier heißt es, entfessle den Zauber deiner eigenen Magie. Avalon ist ein Ort, den kannst du in dir selbst finden. Das ist ein heiliger Ort, den wir in uns fest verankert haben. Und also ich würde dir hier so eine innere Reise zu deinem inneren Avalon empfehlen. Oder das ist mein Gefühl, was diese Karte uns sagen will. Also schau nach innen, schau, wo deine magischen Kräfte ruhen. Und was aus dir heraus da von Avalon gesehen werden will. Ich lese auch nochmal gerne vor, was die Künstlerin hier dazu sagt, zu der Karte Avalon. Und zwar, jeder, der je einen Fuß auf Avalon gesetzt hat, auch wenn es nur ein einziges Mal war, bleibt bis in alle Ewigkeit mit dem Zauber dieser Insel verbunden. Vielleicht hast du schon einmal meditiert und bist dabei nach Avalon gereist. Die Insel und auch der heilige See, der sie umgibt, und alle, es sind auf alle Zeit beschützt. Sie haben dir magische Energie geschenkt, als du in einem früheren Leben dort warst. Also wenn du da einen innerlichen Ruf spürst, dann ist das in dir, ja, noch vorhanden. Es wird Zeit, dass du diese Kraft und den Zauber Avalons in dir entfesselst und in den Taten deines Lebens ausdrückst. Avalon ist in dir, in deinem Herzen. Dein Herz ist der Schauplatz, an dem du dir selbst entgegentrittst. Dort beginnt der Weg des Glaubens und der Einweihung. Dort öffnest du das Tor zur Freiheit. In deinem Herzen findest du Avalon, die magische Insel voller Frieden, Dankbarkeit und Hingabe. Und deine Affirmation heißt, ich bin eingeweiht in die Mysterien. Ich bin eine magische Frau oder ich bin ein magischer Mann. Ja, ich bin eingeweiht in die Mysterien. Also da möchte ein altes Wissen wieder entdeckt werden. Ganz toll. Vielleicht machst du eine Avalon-Reise. Dazu kommt noch ein Seelenbild. Wow, die Sinnlichkeit als Urgrund. Ist das nicht eine zauberhafte Farbe und toll? Sieht aus wie Planetenbewegungen, ja. Die, bisschen wie die Venusblume vielleicht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, dass die Planeten im Universum ja so eine Form hinterlassen im Lauf der Zeit, wo sie sich bewegen. Und dann entstehen so die Venusblume zum Beispiel. Ja? Das ist die Bewegung der Venus, ich glaube, um die Erde. Oder um die Sonne, besser gesagt. Um die Sonne. Ich werde euch jetzt hier vorlesen, was hier im Buch steht. Wenn die Liebe im Urgrund deines Wesens erwacht, geht sie stets mit deiner Sehnsucht nach Sinnlichkeit einher. Sinnlichkeit, das ist Berührung, Umarmung, das körperliche Spüren des anderen, das sich über die Sexualität ausdrücken kann, aber nicht muss. Die Sinnlichkeit ist das schönste Geschenk, das unser Leben für uns bereithält.
Welcher Mensch fällt dir ein, wenn du diese Karte eine Weile betrachtest? Diese Karte stellt zwei zentrale Fragen an dich. Bezieht sich deine sinnliche Sehnsucht tatsächlich auf diesen Menschen oder projizierst du deine Sehnsüchte auf sie oder ihn? Spannende Frage. Wenn es wirklich konkret um diesen Menschen geht, rückt die zweite Frage in den Mittelpunkt. Gestattest du dir die Sinnlichkeit mit diesem Menschen zu leben? Hast du Vorbehalte? Verbietest du dir die Schönheit des sinnlichen Erlebens aufgrund moralischer Verbote? Oder hast du den Mut, dich zu öffnen und der Liebe ihren natürlichen freien Lauf zu lassen? Ist es nicht eine tolle Frage? Ja. Und ich denke, hier mit der Magie zusammen, also könnten wir abschließend nochmal sagen, wenn ich jetzt die beiden Karten miteinander auch sehe, ja, dass natürlich Avalon und die Mystik und der Zauber dort auch natürlich etwas sehr Sinnliches ist. Das heißt, ich habe ja gesagt, es muss, oder hier im Heftchen steht so, es muss ja nicht mit Sexualität direkt zu tun haben, sondern Sinnlichkeit und Mystik und Magie haben ja auch ganz viel mit anderen Sinnen zu tun, wo du das empfindest, wo du das wahrnimmst. Andere Antennen, die ausgeprägt werden, ganz großes Herz, ganz viel Liebe und ganz viel Intuition. Und dass ich hier, wenn du jetzt mal, ich habe dir erzählt, dass die Venus da im Universum so Kreise macht, dass du dich nochmal so entfaltest und ausweitest hinein in deine eigene Magie, in deine eigenen, ja, Räume der Heilung zwischen Raum und Zeit, wo du selbst dich selbst wieder abholst, wo du dir wie ein Anker hinterlassen hast. Ja, was du jetzt wieder freischalten darfst für dich. Also ganz viel auch in Richtung Heilung. Wenn man will, auch der Weiblichkeit, denn dieses Heilen ist etwas sehr Weibliches, diese ganze innere Reise, die man da sich, ja, auf die man sich begibt und was man alles wahrnimmt, diese Seelenbilder und die Wahrnehmung, das ist etwas sehr Weibliches, weil es in dir im Fühlen stattfindet. Von daher gibt es da nochmal ganz neue Befreiung auch und wird etwas geöffnet. Ganz schön die Botschaft. In dem Sinne, ich wünsche dir heute einen ganz tollen Mittwoch, einen ganz wunderbaren Tag und sag dann bis morgen. Und heute Abend nochmal viel Spaß. Letzter Tag Heilkreis. Macht's gut, ihr Lieben. Satna.